Ossa, herzlich willkommen zum Community Pen Paper 2.0 und es war ein Gewinnspiel. 5000 Abonnenten sind ja mittlerweile auf dem Kanal und vier dieser Abonnenten haben gewonnen, beim Community Pen Paper mitzumachen. Die zweite Runde sozusagen, die wir so ein Experiment wagen und ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt gleich angeht, denn es gibt diesmal kein System und kein Genre und überhaupt kein Regelwerk, sondern es gibt einfach die Vorgabe, dass die vier Spieler mir ihre Charaktere einfach zugesendet haben, egal aus welchem Rollenspielsystem diese Charaktere kommen. Und ich wurschtel jetzt irgendwas da zusammen, und dass alle irgendwie miteinander spielen können. Ich bin gespannt, wie das wird. Und alles, was wir dafür brauchen, ist jetzt nur noch die Spieler. Und hier sind auch schon die vier wackeren Helden. Ich begrüße den Julian von Simple Corp. Hallo. Begrüße den Tom Bombadil. Da, ja. Und da unten, da unten ist Kelefra. Und Hallo. Da unten ist Eklerion. Schön, dass ihr heute Abend mit mir eine Runde spielt, auch wenn ihr noch nicht wisst, was für eine Runde das sein wird. Ein steriler Raum, eierschalenfarbene Wände, zwei Leuchtstoffröhren an der Decke, ein rotierender Ventilator hinter einem Lüftungsschacht, vier unbequeme Stühle und ein stählerner Rundtisch mit einer Auswahl an etikettlosen Flaschengetränken. An der Ostwand ein hohes, schmales Fenster, an der Westwand ein kleiner, verschlossener, metallener Medizinschrank. Zwei Türen ohne Griff an den gegenüberliegenden Wänden Norden und Süden. Neben der südlichen Tür ein Bonsai-Bäumchen und eine leere Vase neben der nördlichen Tür. Ihr vier sitzt auf den unbequemen Stühlen. Das Gefühl einer Nacht im Tiefschlaf aufgewacht zu sein, sowie ein trockener Mund und eine ferne Melodie in den Ohren teilt ihr alle. Ihr wisst, wer man ist, wo man sich vor dem Einschlafen befand und woher man ursprünglich kommt. Ihr wisst nicht, wo man sich jetzt befindet und wie man hierher gekommen ist. Sich gegenüber sitzen ein 1,50 Meter großes Eichhörnchen, ein Halbasiate, Halbeuropäer, ein Mann mittleren Alters im adretten Anzug und ein Mann ebenfalls mittleren Alters in mittelalterlicher Kleidung mit sehr lockigen, zerzausten Haaren. Ihr sitzt euch 2-2 gegenüber und dürft euch gerne einmal vorstellen. Das ist jetzt merkwürdig. Also ich habe euch noch nie gesehen, das weiß ich auf jeden Fall. Das große Eichhörnchen spricht zu allem Überfluss noch. Was eine Kreatur ist dies? Wie habt ihr mich genannt? Nanntet ihr mich gerade Kreatur? Oh, verzeiht. Also, wenn ich eins mal klarstellen kann, die einzigen Kreaturen, die hier im Raum sind, das seid ja wohl ihr Gestalten. Mein Name ist Roxivir Hunderttaler. Ich bin ein Händler von seltenen Schätzen und sonderbaren Seltsamkeiten. Wieso bist du so groß? Warum sprechen? Irgendwas ist hier ganz verkehrt. Der Mann, der gerade gesprochen hat im Anzug, ist dieser Herr. Mein Name ist Rupert Jarid. Ich bin FBI-Agent und irgendwo ganz keine Ahnung, wo ich bin. Was seid ihr für Gestalten überhaupt? Ich bin Tiber Charon, gerade noch auf dem Weg zum Fest der Masken in der Stadt Ornifal. Ein Zauber muss mich nach hier befördert haben. Wer seid ihr und was ist das für seltsame Kleidung, die ihr tragt? Was redest du für einen Zauber? Sorry. Ich muss schlafen, oder? Das ist ein Traum. Also, die einzigen seltsamen
Vorstellungen, die ich hier sehe, sind die von diesem Herrn da. Herrn, wie nanntet ihr euch? Wolf? Nathaniel, ich bin gerade in ein Konzern ein und dann... Oh. Konzert. Hier in Seattle. Seattle kommt mir zumindest bekannt vor. Was hast du da für Sachen an? Konzert hört sich... Der Einzige, der hier mal aussieht, ist der Herr, wie nanntet ihr euch noch, mit den lockigen Haaren? Thibald Zaron ist der Name. Zaron, ihr habt wenigstens normale Kleidung an. Alles hier sieht sehr sonderbar aus, aber es ist nicht so sonderbar, dass es mich stören würde. Jetzt, ich möchte euch nicht, Herr Roximir, ich möchte euch nicht zu nahe getreten sein. Wenn ich euresgleichen sehe, denke ich zunächst an einen Fluch oder einen dunklen Zauber, der auf einem herkömmlichen Menschen wie mir lastet. Aber wenn das eure übliche Gestalt ist, möchte ich nichts gesagt haben. Übliche Gestalt? Fluch? Wovon sprecht ihr? Und Herr Hunderttaler? Herr Hunderttaler, ich bitte um Verzeihung. So. Die Kritter werden auch immer komisch. Wo sind wir? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir müssen doch hier irgendwo gelandet sein. Ich das weiß gar nicht. Ich verstehe immer noch nicht dieses Eichhörnchen hier. Das... Ich wollte mich verletzen in den Gefühlen, aber ich habe noch nie ein riesiges sprechendes Eichhörnchen gesehen. Außer ich vielleicht. Bin nicht riesig. Gibt doch größere. Das heißt größere. Mit 1,60 Meter bin ich wohl nicht groß. Also für ein Eichhörnchen schon. Die sind. Die kenne ich so. Da muss ich zustimmen. Lebt in einer Welt, wo ihr herstammt. Sehen dort alle aus wie ihr? Ist das ein Volk von euch? Von euch, wie ihr so ausseht? Ein also ich komme aus Nordamerika, Philadelphia. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Philadelphia, Amerigo, das kenne ich. Das kenne ich, aber mehr auch nicht. Nee, ich bin auch überfragt. Gut, alles klar. Überfragt sind wir scheinbar alle. Die einzige Frage, die ich jetzt hier stelle, wo sind wir hier? Was ist das hier? Wir sind gekommen. Sieht aus wie eine Art Verhörzimmer oder sowas, würde ich sagen. Ich hatte gerade den größten Handel meiner Geschichte gemacht. Gut, okay, nicht meiner Geschichte. Ich habe schon viele große Handel gemacht, aber ich wollte gerade ein tolles Geschäft schließen. Also, wir, was, bevor wir hier waren, was habt ihr davor gemacht? Willst ihr irgendwas? Es muss doch einen Grund geben, warum wir hier sind. Naja, ich habe mein Geschäft meines Lebens fast abgeschlossen. Und jetzt sitze ich hier mit meinem großen Rucksack voller unverkaufter Sachen und die will ich jetzt hier irgendwie loswerden. Ich schlief in einem Zelt auf dem großen Turnier vor der Stadt Ornifal, wo das Turnier der Masken, das Festmasken, morgen starten sollte. Das letzte Wort, ich mich höre, ist, eingeschlafen zu sein und dann nach seltsamen Klängen in meinem Kopf hier zu Bewusstsein gekommen zu sein. Ihr sagtet, ihr habt Klänge in eurem Kopf? Ja, ich höre da auch irgendwas. Ja, ich muss zugeben, ich habe auch Klänge im Kopf. Ich dachte, das wäre irgendeine Melodie, die ich schon mal gehört hatte. Ist das bei euch allen so? Scheint so. Okay. Die nutzen sehr seltsame Magie, soweit es mir bekannt ist. Die Leute in dieser Art von Räumen verbannt. Diese Stühle sind das übrigens ziemlich unbequem. Alles. Können wir eigentlich aufstehen? Ja klar, sicher. Ich mal nach. Ein seltsamer Raum. Zu einem von den Fenstern gehen und da rausgucken, was ich da sehe. Genau, es gibt nur eins und das ist tatsächlich ungefähr in 2 Meter Höhe angebracht, schmal und längs. Und wie groß bist du? So ein Anfang 1,80. Das heißt, wenn ich springe, kann ich vielleicht rausgucken. Ja, so hochstrecken, sich ein bisschen hochziehen, die Füße gehen vom Boden aus, dann schaust du raus und du wirst sagen, da draußen ist
Eine unbestimmte Tageszeit, es ist ein violettes Licht und eventuell kannst du Schemen von hohen Häusern erkennen. Also wirklich großen Türmen, würdest du sagen, aus deiner Welt, also so hohe Häuser, das können sich nur Könige und Grafen und Dogen leisten. Ja. Aber du siehst, ich rede ganz verdammt von diesem Fenster zurück. So, was? Und Herr Taron, was seht ihr da draußen? Wir sind in einer Stadt von Königen und reichen Männern. Große Türme in einem seltsamen violetten Licht hier. Seht doch selbst. Ich weiß nichts damit anzufangen. Seht doch selbst. Ich bin 1,60 Meter groß. Du bist es. Ich könnte euch auf einen Stuhl stellen. Also ich nehme auch mal meinen Stuhl mit und stelle mich drauf und gucke da oben durchs Fenster. Mhm. Ja, man sieht in einem violetten Nebel große, graue, stählerne und gläserne Hochhäuser, würdet ihr sagen. Unbestimmte Stadt, aneinandergereiht, unwirklich sieht's aus. Jetzt haben wir also alle mal ein Fenster. Die südliche Tür geht auf, die mit dem Bonsai. Und eine Person tritt ein, trägt einen... Dank meiner Waffe. Gut. Sie trägt einen engen Business-Dress in dunklem Blau, eine schwarze Hochsteckfrisur, eine schmale Brille. Es ist eine Frau, eine Art Sekretärin, ein glänzendes silbernes Namensschild am Revers. Sie trägt eine Akte und bleibt kurz stehen. Die Tür schließt sich hinter ihr wieder und sie schaut die versammelte Mannschaft, wie sie aus dem Fenster starrt. Eine nette Aussicht, nehme ich an, die Sie da bewundern. Guten Abend. Wenn mal jemand, der normal aussieht, was ist das hier für ein... Ist das ein Traum? Ich verstehe es alles gar nicht. Nein, das ist sogar wirklicher als alles, was Sie bisher erlebt haben. Bitte nehmen Sie Platz. Schön, dass Sie es alle einrichten könnten. Mein Name ist, sie deutet auf das Namensschild, Miss Kay. Und bevor Sie mich mit weiteren überflüssigen Fragen löchern, ich habe keine Antworten für Sie, lediglich Anweisungen. Ja, sie geht die Akten kurz durch. Vielleicht kann der ein oder andere... Teufel bin ich hier. Bevor ich irgendwas mache, möchte ich diese Frage beantwortet bekommen. Herr Reed, wie redet ihr denn bitte mit dieser Frau? Habt ihr denn keinen Anstand? Sie hat uns vermutlich hier hingebracht oder ist zumindest mit denen in Verbindung, die uns hier hingebracht haben. Also... Letzteres. Papalapap, Höflichkeit geht immer vor. Was höflich? Verdammt. Guten Tag, mein Name ist Roxy, mir 100 Taler, Händler im ganzen Land bekannt. Bestimmt in Ihrem Land, ja. Sehr angenehm, Herr 100 Taler. Und dann nehme ich auch an, dass Sie dann Mr. Reed sind. Entschuldigung, Agent Reed. Dann haben wir einen Würm. Gibt es hier jemand, der Würm heißt? Ja, so werde ich auch genannt. Ah, verstehe. Dann ist das wahrscheinlich ein Übertragungsfehler. Ich habe hier nur Würm. Das heißt, da wo Sie herkommen, leisten Sie wahrscheinlich gute Arbeit, wenn man nicht mehr über Sie weiß. Und einen Herrn Tybald Zerron? Nee, Tybald, ja. Tybald. Mal eine tiefe Verbeugung. Ah ja, mit I. Ich sehe es gerade. Gut, dann sind ja die Herrschaften alle beisammen. Nun, ich sagte schon, Sie sind hier in Sicherheit, um diese Frage zu beantworten und alle weiteren Fragen und die ich weiterhin aufwärmen kann, entnehmen Sie bitte diesem kleinen Dokument hier. Ich hoffe, Sie können das alle lesen. Ja, sie teilt jeweils eine handgeschriebene Notiz an euch aus und wartet dann brav. Okay. Mhm. Die Empfänger dieses Schreibens wurden ausgewählt, in einen letzten Akt der Fremdbestimmung zu handeln, um das Dasein in Gefangenschaft endgültig abzulegen. Diese Chance erhalten nur wenige Individuen innerhalb der zahlreichen Welten. Daher sei empfohlen, die ihr angebotene Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen. Die Welten sind im Wandel, entstehen, expandieren, überschneiden sich und verblassen wieder. Und nur wenige ist dieser Umstand bewusst. Doch Bewusstsein ist ein Geschenk, eine Einladung, etwas zu ändern, sich gegen den Wandel zu wehren und die drohende Gefahr des Kollapses aufzuhalten. Die den Kollaps herbeileiten wollen, fehlgeleitet in ihrer Überzeugung, bekämpfen
unser Vorhaben auf allen Ebenen. Sie werden auch euch bekämpfen, so ihr den Agenten des Bewusstseins unterstützt. Drei Agenten des Bewusstseins sind bereits vorgestoßen, um zu agieren. Helft ihnen bei ihrer Aufgabe und werdet Teil der Revolution oder kehrt um und verblasst mit eurer Welt. Die Entscheidung liegt bei euch. Noch nicht vollständig, aber bald. Alex. Und was bedeutet das jetzt? Was da wird Welten gesprochen? Welten, ja. Welten. Multiversiale Welten, richtig. Ich lasse die Worte noch kurz wirken. Ja, sie hat einen. Sie guckt kurz über ihre Brille hinweg, dann geht sie zu diesem kleinen Medizinschrank, nimmt ihr Namensschildchen ab, öffnet damit anscheinend den Medizinschrank und holt eine kleine Schatulle hervor. Sie haben hier alle Zeit der Welt, Getränke stehen da. Bitte wählen Sie, ob Sie der Worte im Schreiben, wie Sie nun weiterfahren wollen. Die Tür, aus der ich gekommen bin, sie zeigt auf die Bonsai-Tür, führt zu ihrer Bestimmung. Die Tür gegenüber mit der Vase führt zurück in ihre dumpfe Scheinwelt. Mit letzterer Entscheidung scheiden Sie aus dem Programm aus. Wählen Sie den Bonsai, so nehmen Sie dort, wo Sie angekommen sind, Kontakt mit dem entsprechenden Agenten des Bewusstseins auf und versuchen Sie, die jeweiligen Erfordernisse zu erfüllen. Hierzu bekommen Sie folgende Mittel in dieser Schatulle. Ja, und sie stellt die Schatulle auf den kleinen Tisch neben die Getränke. Ich wünsche viel Glück. Und erwarte sie bald wieder. Die Brille und geht Richtung Bonsai-Tür. Aber. Auf Wiedersehen. Mehrere Welten, die existieren und verblassen. Die Existenz eines Multiversums ist mir bekannt, aber diese Welten sind für konstante Existenz und verblassen nicht einfach. Was geschieht hier? Scheinexistenz? Bitte erklärt mir doch einmal, was ein Multiversum ist. Nun, ein Multiversum heißt, es gibt mehrere Existenzebenen der Wirklichkeit, die parallel existieren. Und es mag Mittel geben, von der einen Ebene in die andere überzugehen. Okay. Stellt es euch einmal so vor, als hätte eure Welt mehrere Wälder, die voneinander getrennt sind, aber doch irgendwie zusammenhängen. Ja, ich natürlich weiß, wovon ihr sprecht. Also ich bin völlig auf dem gleichen Dampfer wie ihr. Ich gehe mal zu der Tür, wieder in die Heimat führt und öffne sie mal. Also sobald du davor stehst, öffnet sich die Tür, nebendran die Vase. Du würdest sagen, es ist, ja, du würdest sogar wissen, es ist eine chinesische Dynastie, wahrscheinlich Wang-Dynastie oder sowas. Kunstvoll, kurzer Blick auf die Vase, dann steht die Tür vor dir und du siehst Philadelphia vor dir liegen. Eine Straßenecke, die dir bekannt vorkommt. Du würdest sagen, wenn du dich in dem Raum befindest, wo du gerade rausschaust, dann bist du gerade in Diners Diner. Und ja, auch ein Ort, der dir bekannt vorkommt, aber du bist nicht dort. Nein, hinter dir steht ein riesiges Eichhörnchen, ein Asiate und ein Typ, der von irgendwelchen multidimensionalen Welten spricht. Aber vor dir liegt Philadelphia. Ja, zwei Blocks weiter ist die Main Street, ganz sicher. Und was sehen wir durch die Tür? Nichts. Wenn du nicht davor stehst. Du siehst ihn gerade in diese violette Nebelwabern reinschauen. Also was immer auch ihr vorhabt, ich möchte zurück nach Hause und gehe mal einen Schritt durch die Tür. Willst du wirklich in diese Nebel da gehen? Während die anderen sich unterhalten, greife ich so mal ganz kurz nach dieser Schatulle. Okay. Zunächst, also Rupert tritt einen Schritt durch die Tür. Ja? Ja. Was machst du? Du stehst auf dem Gehweg von Philadelphia sozusagen. Ich gucke mich um. Ja, du siehst neben dir das Zeichen vom Diner blinken. Du siehst dein Auto vorbeifahren. Du spürst die frische Luft des Abends. Leute, was seht ihr hier? Ist das echt? Ihr seht ihn nicht mehr. Ne? Er ist jetzt in diesen Nebel gegangen. Ja, Wolf hat es eben noch gerade angedeutet. Ihr seht, Rupert ist verschwunden. Und ihr hört auch keine Frage zu euch dringen. Und wenn du dich umdrehst, Reed, dann siehst du noch den Raum mit denen, die gerade versuchen, dich zu erkennen. Aber du siehst, dass dieser Raum verblasst. Und
da, wo zum Beispiel dieser Typ, der sich Würm nennt, stand, da erscheinen jetzt gerade langsam, aber sicher durchsichtig der Tresen vom Diner. Ja, du siehst die Musicbox, da, wo das riesige Eichhörnchen stand. Und das verschwimmt jetzt sozusagen ineinander. Du springst wieder rein. Du springst wieder rein. Einen kurzen Moment lang, ihr seht, Rupert taucht wieder auf, hinter ihm geht die Tür wieder zu. Einen kurzen Moment lang muss er sich orientieren und schaut euch an, als hätte er euch nie vorher gesehen. Ja, war keine halbe Minute her, als er da rausgegangen ist. Und er muss erst, wow, Rupert, da ist ein riesiges Eichhörnchen gerade. Und da ist so ein Typ in der ganz komischen Klamotte mit wirren Haaren. Und jetzt kommt langsam wieder deine Erinnerung, steriler Raum, Medizinkasten, Schatulle, das Eichhörnchen hat die Schatulle. Und jetzt bist du wieder hier und jetzt. Und um ein Haar hättest du sie vergessen. Also, der Geruch von Apfelkuchen entschwindet deiner Nase. Meister, also, was habt ihr hinter diesem Portal gesehen, durch das ihr gerade geschritten seid? Ich bin da zu Hause. Ich bin da in Philadelphia. Ich kann es gar nicht beschreiben. Irgendwas. Ich versuche nochmal wieder zurückzugehen und gucke, ob es immer noch funktioniert. Die Tür geht auf. Philadelphia liegt vor dir. Seht ihr es nicht? Da ist ein Zuhause. Ich schaue auch mal ein bisschen durch die Tür. Also für mich. Ich gehe auch mal zur Tür und schaue hin. Jetzt, anstatt vom Fenster, sind sie alle vor der Tür und schauen raus. Also ich habe die Schatulle so ein bisschen in der Hand und guck mal mit durch die Tür. Ja, die Schatulle ist noch zu. Du hast sie noch nicht aufgemacht, ne? Ich habe sie nur von außen erstmal. Ja, gesehen. Schatulle fühlt sich recht leicht an. Du schaust durch die Tür, du siehst einen riesigen Baum. Darunter die Stadt, die sich sozusagen aufgetürmt hat unter diesem Baum, und du hörst die Geräusche des Handelsmarktes. Das ist mein Markt. Nathaniel, du siehst Hamburgs Straßen, du siehst die großen Zeichen der AAA-Konzerne, die über die Alster hinweg scheinen. Du siehst eine Magnetbahn über den Kopf rauschen, das heißt, irgendwo, also der Raum, in dem du eigentlich sein solltest, ist wahrscheinlich irgendein Club oder eine Kneipe gewesen in Hamburgs Altstadt. Und Tibalt, guckst du auch raus? Ja, ich schaue auch einfach mal. Ja, dann kommst du dir so vor, als würdest du aus deinem Zelt schauen, dem Lager nicht fern der Stadt, wo morgen das Maskenfest stattfinden würde, als wäre nichts passiert, als wäre die Nacht, in der du eingeschlafen bist, noch präsent. Das heißt, Herr Reed, wenn ich euch richtig verstehe, seid ihr durch das Portal in meine Stadt gekommen? Nein, ich bin nach Philadelphia gekommen. Bank Main Street. Am Diner. Diner? Siehst was anderes da durch die Tür? Ihr seht doch da aber auch den Handelsmarkt. Nein, nein. Eine riesige Straße mitten in Philadelphia. Das führt zu unterschiedlichen Orten, je nachdem, wer hindurchblickt. Ich kenne derartige Magie nicht, aber ich sehe mein eigenes Zuhause. Ihr seht anscheinend euer Zuhause. Ah. Das verstehe ich wiederum. Der Herr Zaron, der versteht mich und der weiß auch, wie man mit mir spricht. Also ich verstehe nicht, was der Herr redet und wie war euer Name noch gleich? Wurm. Aber ihr könnt mich auch Natalien nehmen. Natalien, das ist ein schöner Name. Den finde ich gut, den Natalien. Das heißt, ihr sprecht auch eine andere Sprache, das richtig deute, seid nicht von hier. Den Herr Zaron, den verstehe ich. Ich verstehe sie alle relativ gut, auch wenn sie sich merkwürdig ausdrücken, kann ich sie doch verstehen, den Inhalt ihrer Worte. Verstehen tue ich euch auch, das meinte ich nicht. Ich meine, ihr sprecht die Worte nicht so wie wir. Na gut, nichtsdestotrotz, ich habe eine Schatulle und die werde ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen. Da werde ich jetzt mal schauen, was wir da haben. In der Schatulle findest du 4 kleine Steine, fein geschliffen, jeweils 10-seitig, so wie die kleinen Werkzeuge, die vor euch liegen. Allerdings blank, keine Zahlen drauf, und verschiedenfarbig. Wir haben einen gelben, einen roten, einen blauen und einen grünen Stein. Und 4 Steine für 4
Agenten des Bewusstseins, die euch als Werkzeuge angepriesen wurden, in Samt eingelegt in der Schatulle. Solch einen Stein habe ich noch nie gesehen. Das ist selten zu sein. Ist das Material bekannt? Kann ich das? Du würdest sagen, es ist irgendwas Kristallines, aber schon sehr fest. Also du würdest jetzt nicht dich trauen, mit deinen Schneidezähnen drauf zu beißen, dann wird es nur schiefer. Ich habe mit meinen Schneidezähnen schon geprobt. Da hast du gemerkt, dass es bis in die Wurzel geht. Ja, also die sind schon recht fest, ja. Ist ein sehr harter Kristall, wie es aussieht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich würde ihn so ungefähr auf, sagen wir mal, 1752 Gold setzen. Das würde ich schon sagen. Ja, vielleicht. Aber auf jeden Fall das Stück. Yep. Möchte jemand von euch einen kaufen? Kaufen? Warum soll ich hier jetzt auf einmal? Bitte? Ich habe gedacht, wir sind alle jetzt Agenten des Bewusstseins oder irgendwie sowas. Agenten des Bewusstseins? Ich bin ein Händler. Ich bin ein Händler des Bewusstseins. Und ich bin mir bewusst, dass dieser Stein sehr viel wert ist. Ich würde mal mit dem, also Tibert würde mal mit seinem arkanen Wissen da rangehen. Ah, sehr schön. Ob er ohne Zunahme von irgendwelcher Identifizierungsmagie was spüren kann, ob da Magie drauf liegt auf diesen Steinen. Dann nutz mal deine Steine, die vor dir liegen. Würfel mal mit einem W100. Du bist als Chemist, ja, das heißt, ein grundarkanes Wissen hast du schon. Du nimmst an, dass es irgendwas Magisches hat, dementsprechend ja, würfel mal unter 60. 55. Dann reicht das aus, um zu sagen, dass die Dinge, die Steine sind bindungsmagisch, würdest du sagen. Also es hat einen Grund, dass es ihr vier in diesem Raum seid und dass diese vier Steine in diesem Raum sind. Und selbst wenn das Eichhörnchen alle haben will, es könnte gar nicht alle benutzen. Es kann nur einen einzigen benutzen. Das würdest du jetzt rausfinden. Ich würde mal den Stein nehmen, der anscheinend für mich vorgesehen ist und einfach den mal mit dem so in der Hand ein bisschen rumspielen. Ja, vom Gefühl her würdest du sagen, dir gehört der grüne Stein und Eichhörnchen, lässt du ihm den Stein? Er wird es jetzt einfach nicht. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Was wollt ihr? Diese Steine sind jeweils für einen von uns vorgesehen. Es gibt irgendeine arkane Macht, die ihnen innewohnt. Und ich glaube, jeder von uns kann einen dieser Steine nutzen, was auch immer das bedeutet. Der Grüne scheint einen Widerklang mit mir zu haben. Herr Taron, da ihr mir sehr, sehr sympathisch seid, werde ich euch auf jeden Fall euren Stein im Grün wolltet ihr haben. Ja, Grüne, danke. Dir den Grün? Ja. Aha. Ihr sagt also, dieser Stein wäre für uns bestimmt. Da Zaron jetzt den Stein in der Hand hat, würdest du sogar noch einen Schritt weitergehen und Tibalt würde sagen, das ganze Ding ist ein Portalschlüssel. Ja, ein personifizierter Portalschlüssel. Ich würde das kurz sprechen und einfach mal so ganz vorsichtig diesen Kristall wie einen Portalschlüssel oder so ein Edelstein vor mich halten auf eine andere Tür, ganz vorsichtig, immer so Schritt für Schritt. Der lustige Mann mit den zerzausten Haaren geht gerade auf die Bonsai-Tür zu mit dem Portalschlüssel in der Hand und nicht nur der Portalschlüssel reagiert mit einem schwachen Leuchten, auch seine gesamte Gestalt wird von diesem grünen Leuchten umfangen. Nein, Rupert, sowas hast du tatsächlich noch nie gesehen. Nathaniel hat sowas schon gesehen, ja, Straßenschamanen nutzen sowas zum Beispiel, Voodoo, keine Ahnung was, irgendeine große Show. Aber der zerzauste Männlein scheint zu wissen, was es da tut, geht auf die Tür zu. Bonsai-Tür geht natürlich auch auf. Und vor dir liegt das Ungewisse in einem violett wabernden Nebel. Diese Steine öffnen anscheinend ein neues Portal. Was dort hinter liegt, vermag ich nicht zu sehen. Wieso richtet ihr, Herr Zaron? Tut es mir doch gleich. Ich nehme an, euch wird die Magie dasselbe tun, wenn ihr euren Stein habt. Woran erkenne ich meinen Stein? Ich nehme jetzt auch einen dieser Steine und das auch. Welchen nimmst du? Irgendeinen. Blau oder gelb?
Rot hat das Eichhörnchen in der Hand. Gelb. Ja, er leuchtet und du leuchtest auch. Dann wird das wohl meiner sein und ich nehme den letzten halt. Deiner grün, genau. Du hast den blauen Stein, Entschuldigung. Ja, das ist ja nicht den blauen Stein. Und dir bleibt, die haben alle deine Steine gemopst. Da hat man einmal beide Hände voll. Ihr dürft die Schatulle behalten. Du hast den roten Stein. Oh ja, das ist gut. Leuchte ich auch. Ja, auch du reagierst mit dem Stein und dem Portal, was vor euch liegt. Der kleine Bonsai-Baum, ganz unauffällig in der Ecke. Die Tür offen. Mr. Zaron schon sehr weit vorne und mit einem Schritt auf die Tür zu. Ja. Durch die Tür. Ich würde mich noch einmal umdrehen und sagen, wer auch immer uns hierher bringt, hatte wahrscheinlich Böses für uns im Sinn, denn sonst hätte er mit seiner Macht über uns viel mehr getan. Ich bin geneigt, zumindest einen Blick durch dieses neue Portal zu werfen, nachdem ich jetzt schon weiß, was hinter dort hinten liegt, und gehe da weiter auf zu, ob ich, wenn ich direkt davor stehe, was sehe, und sonst würde ich durchgehen, wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, die neuen Niederhöllen sehe oder sowas. Nein, du siehst nicht mal eine Niederhölle, aber du siehst leider auch nicht mehr als das, was du die ganze Zeit gesehen hast, das violette Wabern, was jetzt die Farbe grün annimmt, wenn du davor stehst und sozusagen den Stein, den Schlüssel zu sich zieht, deine Hand leicht zieht und du schreitest hindurch. Tybalt Zaron ist verschwunden und die anderen Steine wollen ihm nach. Also ich bin ein Mann der Abenteuer und ich werde dem Zaron auf jeden Fall folgen. Das bedeutet meistens neue Handelsware. Ich gehe also auch hinterher. Das Eichhörnchen und Prinz Charming haben recht, ich muss da auch lang. Ja, was haben wir schon verlieren? Vor allen Dingen, wenn man nach dem Schritt durch das Portal und einem kurzen blauen Aufleuchten bei dir, Wolf, sich plötzlich wieder wie zu Hause fühlt.